Hallo YouTube Deutschland, willkommen zurück auf diesem Kanal. Ich werde euch heute versuchen, so klar wie deutlich zu erklären, was dieses Thumbnail und dieser Titel eigentlich bedeutet. Und bevor ihr ausrastet, euch fragt, ob ich jetzt komplett durchgedreht bin, gebt mir das Video Zeit. Und wenn ihr am Ende des Videos immer noch der Auffassung seid, dass das, was ich sage, Unsinn ist, könnt ihr es immer noch gerne in die Kommentare schreiben. Ihr habt heute eine freie Beleidigung, wenn ihr wollt, wenn das, was ich sage, kompletter Unsinn ist. Ich meine dich, Robert. Lasst uns, um das Ganze besser zu verstehen, einmal auf diese Twitter-Page gehen von Victor Z. Für die von euch, die nicht wissen, wer Victor Z ist. Victor Z ist seit vielen Jahren der Nummer 1 Leaker für wirkliche Infos von Call of Duty. Nicht wie dieser Clown hier, der selbst zugegeben hat, dass er jemanden dafür bezahlt hat, der ihm aber auch teilweise einfach nur falsche Infos gab, sondern er hier hat, ich glaube, eine Erfolgsquote von 95-98%. Das Ganze, was ihr heute verstehen müsst, ist, es fing mit diesem Bild hier an. Mit dem Bild von Call of Duty World War II. Dieser Victor hat dieses Bild mit Sicherheit, könnte man jetzt auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, nicht einfach gepostet, weil ihm langweilig war, sondern weil er die exklusiven Infos aus Activision aus der Richtung bekommen hat, dass das neue Call of Duty 2021, also dieses Jahr, ein World War II Game wird. Wer von euch erinnert sich nicht an World War II? Ihr seid mit Sicherheit noch nicht komplett überzeugt von dem, was jetzt heute noch kommen wird. Aber Leute, ich garantiere es euch, es wird alles Sinn machen. All das ist eine riesige Verschwörung, eine Illuminati-Verschwörung, eine Frechheit, es ist alles. Es ist absolut alles und ihr werdet es heute verstehen. Wir haben aktuell eine Zeit in Call of Duty, die, ich würde mal behaupten, ähnlich schlecht ist wie damals zu Infinity Warfare oder Advanced Warfare Zeiten. Als die Games, die draußen waren, nicht wirklich so gekickt haben, wie sich Activision das eigentlich gerne wünschen würde. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo man auch ganz ehrlich sagen muss, viele Entscheidungen, die sie in den letzten Tagen und Wochen getroffen haben, waren auch einfach schlecht. Wir fangen an mit Skill-Based Matchmaking. Skill-Based Matchmaking teilt diese ganze Community in einen riesigen Scheißhaufen mittlerweile. Mit Leuten, die keine Lust mehr haben. Mit Content-Creatern, die sich eigentlich dazu zwingen zu spielen. Mit anderen Content-Creatern, die über Jahre erfolgreich den Multiplayer gezeigt haben. Darüber coole Sachen gemacht haben. Und worauf ist das jetzt hinausgelaufen mittlerweile? Richtig, die spielen entweder Warzone. Und weil in Warzone dieses Thema mit der Meta und mit all dem Scheiß so anstrengend ist, spielen die nicht einmal mehr Warzone. Die spielen aktuell gar nichts mehr oder wandern zu anderen Games rüber oder warten zumindest heftig drauf, dass neue Games kommen. Das heißt, der State von Call of Duty aktuell ist rough. Richtig rough. Die Leute haben keine Lust, das Interesse an Call of Duty geht immer mehr und mehr verloren. Und was bedeutet das, wenn man es jetzt einmal übersetzt? Richtig. Wir sind in einem State, wo das nächste COD alles retten müsste eigentlich. Und das sagen wir schon seit ein, zwei Jahren, aber wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt und wenn man sich anguckt, wie die Community auf Modern Warfare reagiert hat, auf jetzt Black Ops Cold War reagiert hat, dann fällt einem relativ schnell ein, dass wir tatsächlich von Jahr zu Jahr mehr dahin schlendern, dass weniger Leute Interesse an dem Game haben, dass weniger Leute Geld ausgeben wollen. In Black Ops Cold War sind die Zahlen schlechter, als sie sich das von Anfang an irgendwie erhofft hatten, weil nicht der Name Black Ops und Treyarch so, oh mein Gott. Der Name Black Ops und Treyarch war die letzten Jahre immer verbunden mit ein Premium-COD, ein COD, bei dem die Community ausgerastet ist und richtig Bock hatte. Das ist nicht mehr so, Leute. Das ist nicht mehr der Fall. Mittlerweile ist, um ganz genau zu sein, der Fall, man hat versucht, mit Treyarch den ganzen Scheiß, den Sledgehammer Games vor einem Jahr da fabriziert hat, irgendwie auszubahnen. Und das hat man probiert mit allem, was man hatte, indem man eben zum Beispiel gesagt hat, Treyarch, ihr macht das COD jetzt fertig. Ihr müsst jetzt einen Black Ops-Teil machen. Treyarch, Black Ops, das hat sich die letzten Jahre immer gut verkauft. Das wird auch dieses Jahr gut funktionieren. Aber Pustekuchen, das hat nicht so funktioniert, wie wir das gerne gehabt hätten. Weil Black Ops Cold War durch Skill-Based Matchmaking auch ein Spiel geworden ist,
was für viele Leute, nicht nur Content Creator, sondern ganz normale Leute, ein Game ist, bei dem sie das Interesse einfach schnell verlieren. Bei dem sie keine Lust haben, jede Runde gegen die Gleichstarken zu spielen. Und das viel Schlimmere, als dass man gegen Gleichstarke spielt, ist in Skill-Based Matchmaking, dass durchgängig die Verbindungssuche einfach so schlecht ist. Die Verbindung, die man in einem Cold War oder in einem Skill-Based Matchmaking-Game bekommt, ist durchgängig eigentlich schlecht. Und warum? Weil der Ping eben nicht King ist, wie David von der Haar das gesagt hat, sondern weil ganz einfach die Statistiken, die KD, alles was dazukommt, viel wichtiger ist als das, was wir an Verbindung haben, um mit irgendeinem zu spielen. Wir sind mit Call of Duty mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es wichtiger ist, Geld zu verdienen, als die Community glücklich zu machen. Und das klappt mit Sicherheit immer ein oder zwei Jahre. Vielleicht klappt das auch mal drei Jahre. Aber mit Sicherheit klappt das nicht länger. Dazu kommt die Tatsache, dass wir erst vor einer Woche erfahren haben, dass Warzone auch in Zukunft eigentlich Front und Center sein wird. Sprich, Warzone wird für die Call of Duty Leute das wichtige Thema schlechthin sein. Ich wusste genau, dass er da einfach abgammelt. Danke. Ja, du bist der Beste! Das heißt, wir wissen ganz genau, Warzone wird auch in Zukunft Front und Center sein. Das heißt, Warzone wird das Hauptaugenmerk von Activision bekommen, wird das Hauptaugenmerk von den Entwicklerstudios bekommen. Und da das so extrem ist, werden wir eben auch darauf hinauslaufen, dass wir immer wieder schlechtere CODs bekommen mit immer schlechteren Multiplayer dazu. Guckt euch die neue Season jetzt an, die wir haben. Die neue Season hat eine neue 6 gegen 6 Map. Was hat die Season denn außer dieser 6 gegen 6 Map, die für die Multiplayer etwas ist? Richtig, gar nichts. Nichts von der neuen Season ist eigentlich für den Multiplayer. Der Multiplayer wird von den meisten Leuten nur noch genutzt, damit sie für Warzone ihre Waffen leveln können. Wenn sie ihre Waffen für Warzone gelevelt haben, gehen sie wieder raus und spielen wieder Warzone weiter. Das war's mit dem Multiplayer in dem Fall. Was bedeutet das für uns? Wir sind am Arsch. Wenn Multiplayer kommen, so wie jetzt dieses Jahr nochmal, dann werden es nur noch welche sein, die irgendwie gefüttert werden, damit die Leute eine Chance haben, ihre Warzone-Waffen irgendwie schneller zu leveln, damit sie damit dann zufrieden sind. Ist das geil? Absolut nicht. Und wer kriegt die Aufgabe in diesem Jahr, wo Skill-Based Matchmaking so schlimm ist wie eigentlich nie zuvor, wo der Protest von der Community so groß ist wie nie zuvor? Sledgehammer Games. Mit einem WW2-Game. Mit einem Game, was in einem Zeitalter spielt, was nicht so viele Möglichkeiten auch bietet, wie ein moderneres COD. Das ist ja klar. Ein COD, was in der Neuzeit spielt, da gibt es viel mehr Waffen, Waffenaufsätze, Möglichkeiten, alles Mögliche. Das alles kann Sledgehammer Games mit dem neuen WW2-Game nicht machen. Und die Leaks, die Victor Z da eben rausposaunt hat und das, was jetzt so langsam dazukommt, sagt ja WW2 im Zeitalter ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg, so dass wir ungefähr bei Japaner gegen USA oder vielleicht auch noch ein bisschen später, vielleicht dieser Übergang zu Richtung Vietnam, darauf wird es hinauslaufen. Und das ist letzten Endes legitim, dass man da wieder ein Topic draus macht oder wieder ein Game. Aber was nicht legitim ist, wenn man ganz genau überlegt, dass das eigentlich keinen Sinn macht, Sledgehammer Games, nachdem sie das letzte Jahr so verkackt haben mit der Entwicklung von Cold War, jetzt das neue Game zu geben, was eigentlich die Franchise zu großen Teilen retten müsste. Und John Rage, Leute, hat dazu ein heftiges Video gemacht. Ein heftiges Video. Und ich kann es euch nur empfehlen. Das geht, glaube ich, 20 Minuten. Das hat er vor einer Woche ungefähr hochgeladen und eigentlich hat er 20 Minuten relativ deutlich erklärt, warum wir als OGs und auch als neue Player teilweise so die Schnauze voll haben von Call of Duty, warum es so langweilig ist mittlerweile, warum wir keine Lust mehr haben, es zu spielen. Und das, was er da sagt, ist relativ sinnvoll. Komm schon. Der ein bisschen mehr Call of Duty gespielt hat, das sich vielleicht sogar schon seit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren antut, dem wird langweilig. Dem wird sehr schnell langweilig. Und ich merke, da war einer. Ich merke, dass es immer, dass die Langeweile immer schneller kommt. Man ist immer schneller gelangweilt. Und ich frage mich, geht das nur mir so? Geht das euch auch so? Skill-Based Matchmaking sorgt dafür, dass sich keine einzige Runde wie ein entspanntes Public Game anfühlt. Dazu haben wir andauernd mit Bugs, Problemen und sonstigem zu tun. Das heißt, die Probleme, die wir haben, die werden ja nicht weniger, Leute. Die Probleme, die wir haben, werden ja durchgängig höher.
Und dieser Missmut, den die Call of Duty-Gemeinde jetzt dieses Jahr mittlerweile hat und letztes Jahr schon angesammelt hat, das wird größer. Und wisst ihr, warum das größer wird? Weil wir jetzt mittlerweile an einem Punkt sind, wo wir es nicht einfach mehr tolerieren wollen. Und wo wir an einem Punkt sind, wo jetzt Konkurrenz am Markt ist. Konkurrenz in Form von Battlefield 6 zum Beispiel. Konkurrenz eventuell in Form von GTA 6. Eventuell irgendein Shooter-Game, was wir aktuell noch gar nicht auf der Liste haben. Und gerade Battlefield 6, Battlefield hat, beziehungsweise die Entwickler, haben aus dem letzten Game und aus den letzten Fehlern, glaube ich, relativ viel mitgenommen. Und wenn man sich das mal überlegt, dann werden wir dieses Jahr, und da bin ich mir ziemlich sicher, ein gutes Battlefield bekommen, was mit Sicherheit Spieler von Call of Duty wegnehmen wird. Und dass Activision sich jetzt dazu entschieden hat, dass eben Sledgehammer Games das neue Game hat, hat für mich nur eine Begründung. Man will den noch immer guten Ruf von Infinity Ward und von Treyarch nicht weiter beschädigen. Das hat man mit Modern Warfare und teilweise mit Cold War auch schon bereits gemacht. Das heißt, der gute Ruf von diesen Leuten wird nicht weiter beschädigt und man nimmt das Entwicklerstudio, auf das man als erstes verzichten kann. Welches ist das? Richtig, Sledgehammer Games. Überlegt einmal ganz genau. Macht das Sinn? Nimmt man, wenn man weiß, dass man ein richtig anstrengendes Jahr vor sich hat, das Entwicklerstudio, auf das man als erstes verzichten kann? Oder nimmt man das Entwicklerstudio, was man eigentlich die ganze Zeit für sich behalten wollte, weil es für einen das Beste ist? Ich bin der Meinung, man nimmt das, was man als erstes entbehrlich sehen kann, so dass es weg ist und man mit den anderen beiden guten Reputationen weiterhin arbeiten kann. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, schreibt das in die Kommentare, meine Freunde. Ihr dürft auch sehr gerne Like da lassen und gerne ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Alles ist umsonst. Alles ist heutzutage einfach umsonst. Das heißt, ihr könnt es genießen. Wenn nicht, bin ich jetzt raus. Haut rein.